2023. Ein entscheidendes Jahr der Weltgeschichte, nicht nur wegen der Ereignisse in der Ukraine und anderen Regionen der Welt, sondern vor allen Dingen deswegen, weil wir einen epochalen Wechsel des Staffelstabes sehen. China gibt seinen Platz als bevölkerungsreichstes Land der Welt weiter an Indien, die Indische Union. 2023 hat jetzt Indien China in der Bevölkerungszahl überholt. Ein dramatischer Wandel der Weltpolitik. Wir reden immer gerne von der Rivalität Amerika, Russland, China. Aber wir vergessen oftmals Indien. Indien ist selber ein sehr bevölkerungsreiches Land geworden, auch wirtschaftlich stabiler als noch vor 30, 40 Jahren. Und Indien kann hier zur kommenden Großmacht auf diesem Planeten auch aufsteigen, auch wenn das sicherlich mindestens, wenn es überhaupt passiert, Jahre und Jahrzehnte noch dauern wird. Aber von der Bevölkerungszahl, von dieser Grundlage her, hat Indien bereits diesen Schritt gegangen. China wird auf Dauer ein Alterungsproblem haben, ein Problem haben mit zu wenig Geborenen. Indien hat dieses Problem nicht. Und deswegen ist also die Frage, ob hier weltpolitisch eine neue Ära beginnt, dass das 21. Jahrhundert vielleicht kein amerikanisches sein wird, aber auch kein chinesisches sein wird, sondern vielleicht wird, na, sagen wir mal ehrlich, die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts wird vielleicht, nicht unbedingt, aber vielleicht eine indische Dominanz auf diesem Planeten langsam einsetzen. Das könnte sein, ich sage nicht, dass es so kommen wird, aber das ist schon eine mögliche Entwicklung. Die Grundlage ist, wie gesagt, die demografische Entwicklung, die Bevölkerungsentwicklung Indiens, die viel gleichmäßiger, viel besser läuft als in China und in den USA und erst recht als natürlich in Europa. Und deswegen also hier dieses Video, das genau analysieren soll, warum, aufgrund welcher Faktoren Indien seine Bevölkerungszahl hat steigern können und jetzt hier 2023 zum bevölkerungsreichsten Land der Welt geworden ist. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen auf meinem Videokanal, herzlich willkommen zur soziodemografischen Evolution, dem Videokanal auf YouTube, der deutschsprachig hier die Bevölkerungsentwicklung erklärt. Und eines der ganz klassischen Fragen der Bevölkerungsentwicklung schlägt einfach diejenige, welches Land hat die meisten Menschen? Und ich habe es im Intro ja bereits gesagt, jetzt hier, Stand 2023, hat Indien, die Indische Union, China, die Volksrepublik China in der Menschenzahl überholt. Die Indische Union, Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und das haben Sie hier sehen Sie auch 2023 in der Berichterstattung, in den Medien sehen Sie das jetzt hier. Das ist ein ganz wichtiges Ereignis, was auch die Medien sehr stark aufgegriffen haben. Das kann durchaus langfristig ganz gravierende Entwicklungen auf diesem Planeten auslösen, dass also hier Indien China überholt hat und eben mal der Abstand zwischen beiden Staaten auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer größer wird. Und wir wollen erst einmal ganz kurz feststellen, wie eigentlich diese Entwicklung entstanden ist, wodurch sie entstanden ist, dass Indien jetzt hier vorbeizieht und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Und am Ende des Videos, wie gesagt, werden wir es auch ganz um etwas bewerten, was eben halt da sich eben halt abspielen wird auf diesem Planeten. Woran liegt es, dass Indien, die Indische Union, an China vorbeigezogen ist? Die erste Frage ist natürlich logischerweise die Frage der Lebenserwartung. Es ist tatsächlich so, dass China nach wie vor eine höhere Lebenserwartung hat als Indien. Sehen Sie hier nochmal im Grafik dort genau drin. Also China hat immer eine höhere Lebenserwartung als Indien gehabt. Und wir gehen auch für die nächsten Jahrzehnte aus, dass es so bleiben wird. Der Abstand ist sogar etwas geringer geworden. Jawohl, gerade im Bereich der Kindersterblichkeit hat Indien ein bisschen aufgeholt. Aber eben entsprechend hat es China niemals überholt. Das heißt also, die Frage der Lebenserwartung spielt hier bei der Übernahme des bevölkerungsreichsten Landes durch Indien keine wesentliche Rolle. Es ist nicht eine Frage der Lebenserwartung. Einwanderung, Auswanderung, Wanderung generell spielt bei dieser Frage auch eine sehr untergeordnete Rolle, wie gesagt. Natürlich wandern aus Indien oder China tendenziell mehr Personen ab als zuwandern. Aber das gemessen an diesen riesigen Bevölkerungsteilen ein relativ geringer Faktor, den wir hier auch vernachlässigen wollen. Ich füge jetzt keine extra Grafik an für die eher geringe Zu- und Abwanderung aus Indien oder China, sondern der entscheidende Faktor liegt durch den Bereich der Geburtenrate drin. Beide Länder haben sehr unterschiedliche Geburtenraten und das sehen Sie hier auch nochmal. Sie haben zwar für Indien hier eine Grünlinie, nur eine relativ grobe Schätzung drin. Deswegen ist also hier die Geburtenrate in Indien auch relativ gleichmäßig, was auch allerdings auch daran liegt, dass Indien, die Indische Union, wie der Name schon sagt, ein relativ lockeres Staatengebilde ist mit regionalen
Bundesstaaten, die teilweise sehr unterschiedliche demografische Entwicklungen aufweisen, sodass das ganze Schiff eben bald nicht sofort in die eine oder andere Richtung kippt. Denn in China ist es tatsächlich so, China ist ein zentral regierter Staat und da wirken sich staatliche, zentralstaatliche Regierungen, Maßnahmen der Regierung von Peking gleich vehement auf die gesamte chinesische Gesellschaft aus. Sie sehen also hier, dass China und Indien lange Zeit sich nicht viel gegeben haben, in den 50er Jahren, auch in den 60er Jahren nicht. Sie sehen eigentlich so riesige Ausschläge in der Geburtenrate von China. Das lag daran, dass um 1960 herum in dem sogenannten großen Sprung nach vorne, wo der große Vorsitzende Mao die gesamte chinesische Wirtschaft mit einem großen Maßnahme, einer großen Planaktion, der die Wirtschaft Jahrzehnte innerhalb kürzester Zeit nach vorne pushen wollte, das ging gründlich nach hinten. Es gab eine riesige Hungersnot, wahrscheinlich die größte und schrecklichste Hungersnot der gesamten Weltgeschichte, mit 30 Millionen Chinesen, die damals verhungert sind, im einzigen Jahr mehr oder weniger, oder anderthalb Jahren, 30 Millionen Tote und 30 Millionen Kinder wurden zusätzlich nicht geboren. Das heißt also, hier sehen Sie nur die 30 Millionen Kinder, die nicht geboren worden sind, im Einbruch der Geburtenrate, plus 30 Millionen verhungerte Chinesen, auch noch oben drauf, ganz, ganz krass. Und eben hat entsprechend jetzt hier aber in den frühen 60er Jahren, 62, 63, 64, nachdem der große Sprung nach vorne also völlig in die Hose gegangen war, sehen Sie also hier, die Chinesen holen diese Geburten nach und haben entsprechend in den frühen 60er Jahren 62, 63, 65 extrem hohe Geburtenzahlen und dann wird es in der zweiten Phase der 60er Jahre sich wieder normalisieren, auf einem relativ hohen Niveau, ist klar. Damals waren eben halt die beiden Staaten Indien wie China sehr gebärfreudig, aber in 1970er Jahren, da spreizt sich die Spannweite zwischen China und Indien extrem weit auf. Und das liegt weniger an Indien, dass also hier sukzessive langsam seine Geburtenrate runterfährt. Das liegt natürlich in erster Linie an China. Sie sehen, dass hier die Geburtenrate in den 90er, 70er Jahren in China komplett implodiert. Die Chinesen haben ganz, ganz freiwillig in den 1970er Jahren die Geburtenrate massiv gesenkt. Die chinesischen Familien haben freiwillig also hier die Fruchtbarkeit massiv gedrückt. Und was wir so als staatliche Ein-Kind-Politik kennen, das wurde 1979 erst am Ende des Jahrzehnts beschlossen. Und ehe das in den einzelnen Provinzen dann nach und nach umgesetzt worden war, da verging nochmal 5 bis 10 Jahre, dass eben da diese staatlichen Maßnahmen, die die Geburtenrate weiter drücken sollten, wirklich gegriffen haben. Und wenn diese staatlichen Maßnahmen gegriffen haben, dann vor allen Dingen im Stadtbereich und weniger auf dem Landbereich, im ländlichen Bereich, also hier ein kaum eben halt eine Auswirkung der staatlichen Ein-Kind-Politik in den Städten, aber auch erst in 1980er Jahren. Das heißt also, dass der Geburtenabfall in China ganz freiwillig durch die chinesische Gesellschaft, durch die Zunahme des modernen Weltbildes, durch die Zunahme der Lebenserwartung und viele andere Dinge mehr, durch den wirtschaftlichen Aufschwung jetzt in 60er und 70er Jahren bedingt war. Und das führt zum ganz dramatischen Geburtenrückgang, wie Sie erkennen können. Und der setzt sich auch hier in den nächsten Jahrzehnten dann langsam fort. 90er Jahre, 2000er Jahre, 2010er Jahre. Und das ist eben halt der Hauptantrieb dafür, dass also Indien heute mehr Kinder hat als, oder mehr Menschen hat insgesamt als China, weil China seit Jahrzehnten eine deutlich niedrigere Geburtenrate hat als Indien. Und diese Entwicklungen sehen Sie natürlich auch daran, dass das mittlere Alter des mittleren Chinesen, des mittleren Inders in den letzten Jahrzehnten zwar angestiegen ist, aber in China wesentlich stärker als in Indien. Auch Indien altert, auch dort ist die Geburtenrate gefallen, ist eben halt die Lebenserwartung gestiegen, aber eben halt in China ist der Effekt wesentlich stärker und deswegen ist eben halt die chinesische Gesellschaft wesentlich älter, im Durchschnittsalter oder im mittleren Alter hier genauer gesagt, als eben halt die indische Gesellschaft und das ist eben halt der Hauptgrund dafür, dass jetzt eben Indien China überholt hat. Wir vergleichen auch mal die beiden Bevölkerungspyramiden miteinander hier im Zeitrafferfilm gleich auch. In der Senkrechten, wie gesagt, die bekanntermaßen die Lebensbereiche, die Lebensalter von Nulljährigen ganz unten bis eben halt 100-Jährigen ganz oben und nach links eben halt die Männer, nach rechts die Frauen entsprechend dort drinne, links Männer, rechts Frauen und also blau und rot hier auch eingezeichnet und oben haben wir die Entwicklung jetzt für China, unten für Indien. Sie sehen in der Ausgangslage 1950 herum ist die Form der Pyramiden sehr, sehr ähnlich. Wir haben also die typische Trichterform, wenn man so will, den oben nach hinten sich abzeichnenden Trichter einer Bevölkerungspyramide. Bei den ganz Jungen haben eine gewisse sehr starke Breite drinne.
Der wird sich aber eben halt in jeder Altersstufe nach und nach in den ersten Lebensjahren dann reduzieren, wegen der damals noch relativ starken Säuglingssterblichkeit und Kleinkindersterblichkeit. Deswegen ist also hier die Breite in den ersten 1 bis 5, 10 Jahren also besonders stark. Aber wie gesagt, das reduziert sich normalerweise auch entsprechend. Und wie gesagt, beide Formen gleichen sich recht stark. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass also China mehr Menschen hat als Indien, dass die Masse und dieser Trichter hier also etwas größer ist, etwas üppiger ist, in allen Bereichen üppiger ist als in Indien, sodass also auch der Bevölkerungsaufbau von der Alterszusammensetzung eben halt gleich ist, im Wesentlichen gleich ist, aber natürlich eben halt China mehr Menschen hat als Indien 1950. Und nun rattern wir den Film einmal nach vorne und wir sehen hier nochmal um 1960 herum diesen dramatischen Bevölkerungseinbruch in China. Also das ist eben halt ganz katastrophal. 30 Millionen Kinder wurden weniger geboren als sonst. Und in der Gegenreaktion 1962, 63, 64 entsprechend mehr Menschen. Eine riesige Breite eben halt entsprechend an Menschen, an Neugeborenen jetzt hier 1963 herum. Und das ist das, was also wir hier typischerweise auch erkennen können, dass also nicht nur Deutschland seine Babyboomer hat, auch China hat fast in derselben Zeit seine Babyboomer gehabt. Und das ist eben halt auch das heutige Manko der chinesischen Gesellschaft. Wenn sie 1963 geboren worden sind, sind sie jetzt schon als Chinese 60 Jahre alt. 2023 sind sie entsprechend jetzt hier 60 Jahre weiter, sind sie 60 Jahre alt. Sie können auch ein paar Jahre arbeiten, aber es winkt schon das Rentenalter, um diese extrem geburtenstarken Jahrgänge in China altern. In Indien ist der Übergang wesentlich fließender und das ist eben halt der Grund. Und wir schauen weiter, was jetzt passiert. Wir sehen also hier den dramatischen Einbruch der chinesischen Geburtenrate in den 70er Jahren. Die Geburtenrate geht zurück. Und jetzt, 1976, in diesem Jahr sind wir jetzt hier, 1976 ist es zum ersten Mal so in der gesamten geschichtlichen Entwicklung, die Indische Union hat absolut gesehen mehr Geborene als die Volksrepublik China. Also, hier sehen Sie es nochmal ganz deutlich, ganz unten ist die Bevölkerungspyramide von Indien bereits breiter als die von China und das zeigt eben mal diesen fundamentalen Wechsel bereits hier an. Bereits jetzt hier vor 47 Jahren hat sich das Ganze eben mal zum ersten Mal angedeutet, dass Indien China überholen wird. Es ist von dem ausgehend eigentlich nur eine Frage der Zeit, der Jahre und Jahrzehnte, bis eben halt jetzt nach und nach, wenn sich eben mal diese bevölkerungsreicheren Jahrgänge langsam durchsetzen und eben mal die Bevölkerungspyramide auffüllen werden, dass dann eben entsprechend also hier Indien China überholen wird. Dass insgesamt also hier die Flächen, die blaue und rote Fläche jetzt hier, größer werden als die Flächen dort, die blauen und roten Flächen in China. Und das ist das, was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen werden. Wir sehen sogar, dass die Geborenenzahl in China noch weiter einbrechen wird. Und das ist das, was wir jetzt sukzessive sehen. Von Jahr zu Jahr ist also hier die Nulljährigen in Indien mehr als in China. Und die Diskrepanz zwischen beiden Staaten wächst und wächst. Und letztendlich ist nur eine Frage der Zeit, wann eben halt Indien insgesamt China eingeholt haben wird. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt 2023 ist es soweit. Indien, die Indische Union hat mehr Menschen als China insgesamt. Indien hat nicht nur mehr Menschen als China seit 2023. Wir können ja aber auch erkennen, dass der indische Altersverbrauch viel gleichmäßiger ist. Aber auch in Indien können wir erkennen, in der Indischen Union, jawohl, die geborenen Jahrgänge der Nulljährigen werden auch langsam kleiner. Auch in Indien sinkt die Geburtenrate. Und jetzt ist die Frage, wie wir das nächsten Jahrzehnten weitergehen. Man kann da verschiedene Abschätzungen machen. Und die Vereinten Nationen haben in der Bevölkerungsvorausberechnung bereits das einmal getan. Und die Ergebnisse sehen Sie jetzt hier. Die Vereinten Nationen glauben oder setzen immer mal fest, dass die Lebenserwartung in beiden Staaten moderat weiter ansteigen wird. Das ist vielleicht nicht unrealistisch. Bedenken wir, dass wir im Westen noch in der Lebenserwartung einen Vorsprung haben von beiden gegenüber den Chinesen und den Indern. Und dass dieser Vorsprung nach und nach eben mal dann aufgebraucht wird und die Inder und Chinesen da nachrücken können, was ja eine positive Entwicklung für die Menschheit ist. Ganz toll, dass die Inder und Chinesen das schaffen. Hier wirklich eine hohe Lebenserwartung auch in den nächsten Jahrzehnten, nach der Annahme der Vereinten Nationen, zu generieren. Und das ist das, was hier die Vereinten Nationen hier angenommen haben.
Zuwanderung, Auswanderung, lasst ihr das mal ganz kurz außen vor, ist nicht sehr erheblich. Das ist ein kleiner Zusatzeffekt, den überspringen wir ja mal ganz kurz. Und der andere wichtige Effekt ist eben mal der der Geborenenrate, der Geburtenrate. Und hier sehen Sie eben mal, dass dort zu einer ganz entscheidenden Annahme kommen wird. Die Vereinten Nationen glauben nämlich, oder sie glauben es vielleicht nicht, sie setzen es einmal an, dass eben halt Indien und China in ihren Geburtenraten nach und nach annähern wird, aber dass eben halt hier China eine niedrige Geburtenrate haben wird als Indien, auch wenn eben halt die chinesische Geburtenrate jetzt wieder leicht ansteigen wird. Ganz entscheidend ist aber auch noch zu erkennen, dass in den Annahmen der Vereinten Nationen, wie Sie hier sehen, sowohl Indien wie auch China unter 2,0 angesetzt werden, also deutlich unter dieser Hürde, die zur Bestandserhaltung notwendig ist. In China wird ein noch krasserer Diskrepanz angenommen als in Indien. Nichtsdestotrotz werden beide Gesellschaften langfristig schrumpfen. China schrumpft bereits jetzt. 2023 hat nicht nur Indien China überholt, auch China ist von der Gesamteinwohnerzahl auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung angelangt, wird also dann weiter zurückgehen. Und wenn nicht 2023, dann 24 oder 25, dann werden sie wieder hohen Alterung der chinesischen Gesellschaft in ihrer Bevölkerungszahl zurückgehen. Und Indien eben halt umgekehrt wird auch eben halt nach und nach zeitversetzt erst zurückgehen. Und aber eben halt auch nicht so krass zurückgehen, wie es dann eben halt China schon bereits jetzt tut. Sie sehen also hier noch einmal die erwartete Entwicklung auch der Einwohnerzahl in Indien und China, wenn Sie also hier diese beiden Effekte sich anschauen. Und da sehen Sie also hier, dass China sehr, sehr massiv in der Bevölkerungszahl zurückgehen wird. Aber auch Indien wird irgendwann im späteren Verlauf des 21. Jahrhunderts schon schrumpfen beginnen. Wir gehen zurück auf den Altersaufbau. Hier nochmal jetzt die jetzige aktuelle Ausgangslage 2023, dem Jahr, in dem Indien China überholt hatte. Und jetzt eben halt die zukünftige Entwicklung. Sie sehen natürlich ganz krass eben halt hier, dass eben halt dort in China die Bevölkerungszahl weiter einbrechen wird und der Bevölkerungsaufbau eben halt hier immer schlechter wird. Das Ganze funktioniert in Wellen. Das liegt eben halt ähnlich wie in Deutschland, ähnlich wie in Europa daran, dass wir auch schon in der Elterngeneration immer einen Wechsel hatten zwischen Babyboomer und Pillenknick-Generation. Und so war es ja in China ja auch, wegen des großen Sprungs nach vorne, den Geburtenboom der 60er Jahre, der Babyboomer in China und dann im krassen Einbruch ab den 1970er Jahren. Und dieser Wechsel von Geburten stark zu Geburten schwach, das setzt sich eben halt auch hier in der Elternschaft fort. Das heißt, wenn wir eine gleichmäßige Geburtenrate für China ansetzen würden, ist einfach die Zahl der Eltern, die dann in verschiedenen Jahrzehnten zur Verfügung stehen, sehr unterschiedlich. Und deswegen wird es eben halt auch so sein, dass eben halt die chinesische Entwicklung immer wellenförmig verlaufen wird und da eben halt die Bevölkerung abnehmen wird. Und für Indien wird die Entwicklung, wie gesagt, etwas gleichmäßiger gehen. Indien ist ein sehr heterogenes Land mit verschiedenen demografischen Entwicklungen in verschiedenen Bundesstaaten der Indischen Union, heißt ja Indische Union. Und deswegen etwas gleichmäßiger. Aber auch, wie gesagt, Indien wird in seiner Bevölkerungszahl dann eben deutlich rückläufig sein. Aufstieg, Höhepunkt und Niedergang von Kulturteilen in ihrer demografischen Entwicklung ist ja nichts Neues. Generell glauben wir, im 21. Jahrhundert wird also die Bevölkerungszahl ja weltweit ansteigen. Wir sehen hier mal die verschiedenen Kulturteile hier drin, wie sie die Vereinten Nationen voraussagen auch. Wenn ich sage Kulturteile, rede ich von dem indischen und auch vom chinesischen Kulturteil. Aber bitteschön, seien Sie sich dessen bewusst, wenn ich vom chinesischen Kulturteil rede, rede ich von einigen Staaten mehr. Da rechne ich zum Beispiel auch Nordkorea und Mongolei hier jetzt hinein. Und vor allen Dingen rechne ich beim indischen Kulturteil die sehr bevölkerungsreichen Länder wie Bangladesch oder auch Pakistan vor allen Dingen hinein. Einige kleinere auch noch mehr, Bhutan, Nepal, Sri Lanka und so weiter. Gerade Pakistan hat noch eine höhere Geburtenrate als Indien, die sind noch stärker im Kommen. Und generell sieht sich auch schon in Ausgangslage wie in den bevölkerungsreichen Staaten Bangladesch, Pakistan, hat Indien, der indische Kulturteil als Ganzes, schon jetzt deutlich massiv mehr Einwohner als der chinesische Kulturteil. Aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wird die Diskrepanz weiter größer werden. Wir sehen aber auch zugleich, dass eben hier ein weiterer Kulturteil, der bisher sehr am Rande der Weltgeschichte gelegen hatte, der afrikanische Kulturteil, der subsaharanische Kulturteil, der schwarzafrikanische Kulturteil hier in den nächsten Jahrzehnten bis zum 21. Jahrhundert der bevölkerungsreichste Kulturteil sein wird. Ob das nun gut oder schlecht ist für Afrika, sei zunächst einmal noch dahingestellt. Aber auf jeden Fall sehen wir neben dem Niedergang Chinas
und dem Aufsteigen Indiens den noch größeren demografischen Aufstieg Afrikas. Und das ist mal die große Frage, ist das gut für China, ist das gut für Indien, ist das gut für Afrika, südlich Sahara? Und da kann man natürlich sehr stark geteilter Meinung sein. Zunächst einmal zu China und Indien. Es ist tatsächlich so, dass beide Kulturteile, beide Staaten, Indische Union, wie auch China, letztendlich das Problem der Hungersnot der Bevölkerung schon Jahre und Jahrzehnte im Griff haben. Selbst Indien, das dafür wesentlich länger gebraucht hat als China, hat heute keine wesentlichen Hungersnöte mehr. Und das ist schon ein ganz großer Vorteil und Fortschritt, nicht nur für Indien, sondern für die gesamte Menschheit, dass hier ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung vom Verhungern nicht mehr momentan bedroht ist. Und das ist eine große Segnung der letzten 50, 60 Jahre gewesen, dass diese Entwicklung eingesetzt hatte. Von daher muss man schon sagen, vielleicht, dass diese Entwicklung durchaus auch das Machtgewicht eben halt hier auf dem Planeten beeinflussen wird. Weil eben mal diese Staaten durchaus eben halt jetzt satte Bevölkerung haben und nicht nur von Not regiert wird. In Afrika mag die Entwicklung anders sein. Also in Afrika, südlich Sahara, haben wir heute noch Hungersnöte. Abnehmende Hungersnöte auch, aber wir haben sie noch. Und hier kann natürlich die Bevölkerungsexplosion, wie wir sie in den nächsten 70, 80 Jahren sehen werden, vermutlich sehen werden, schon ein großes Problem sein. Ich sage nicht, dass es das werden muss, aber es kann sein, dass wir hier in Afrika ein wirkliches wirtschaftliches Problem sehen, wegen der ganz großen Vielzahl an Menschen, wo Afrika, südliche Sahara hier aufsteigen wird, sich aufblähen wird und immer mehr Menschen haben wird, viel mehr als China oder Indien, wie Sie insgesamt sehen können. Und das ist schon für Afrika eine gewisse Hürde drin. Ne? Es ist damit nicht garantiert, dass mit dem demografischen Aufstieg Afrikas dessen Bedeutung, dessen Stärken in der Welt wirklich zunehmen werden. Das ist eine andere Frage. Das kann sein. Ich selber investiere so in Aktien in Afrika und so weiter. Nein, ich bin eher optimistisch, aber ich kann auch gut verstehen, wenn andere Leute da pessimistischer und vorsichtiger sind. Okay, sei dahingestellt. Zurück zu China und Indien, dem eigentlichen Thema heute. Und da ist es durchaus so. Also beide Staaten, wie gesagt, haben ihre Hungerproblematik überwunden. China ist wirtschaftlich pro Kopf deutlich stärker als Indien. Ist Indien nach wie vor ein pro Kopf gesehen armes Land, gar keine Frage. China ist irgendwo im globalen Mittelfeld. Also wenn China jetzt zur wirtschaftsstärksten Macht der Welt aufgestiegen ist, liegt das nicht an der hohen Wirtschaftsstärke pro Kopf, sondern an der hohen Kopfzahl. Und deswegen hat China eben halt mit dem vierfachen Zahl an Menschen gegenüber den USA, die USA jetzt eben halt in der Wirtschaftsstärke überflügelt. Aber eben halt, wie gesagt, wenn man es pro Kopf sieht, sind immer noch riesige Abstände zwischen USA und China drin. Ne? Von daher, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht. Aber klar, natürlich, diese 1,4 Milliarden Menschen haben sich auch ein politisches Gewicht auf diesem Planeten bekommen. Dadurch, dass sie sich wirtschaftlich stabilisiert haben und China in den letzten 60 Jahren, 65 Jahren vom ärmsten Land der Welt, das also doch ärmer war pro Kopf, als die Länder in Afrika, in Schwarzafrika, in Afrika südlich der Sahara, dass China dort aufgestiegen ist, zum wirklich einflussreichen Land in der Welt, neben den USA, dem einflussreichsten Land der Welt. Das hat natürlich, wie gesagt, auch vor allen Dingen demografische Gründe. Es bleiben diese 1,4 Milliarden Menschen eben mal momentan dort stehen. Und das ist erstmal ein ganz massives Gewicht. Indien, wie gesagt, ist also pro Kopf wirtschaftlich nochmal die Hälfte von China. Wenn man so will, ungefähr ein Achtel, ungefähr ein Zehntel von den USA. Aber wie gesagt, wenn sie sich stabilisieren, wird auch ihr Gewicht eben halt entsprechend zunehmen. Und im 21. Jahrhundert mag nicht nur Innovation ein großer Wirtschaftsfaktor sein für die Macht der einzelnen Staaten, für den Einfluss der einzelnen Kulturteile, sondern schlicht und einfach die Frage, wer hat den größten Markt? Denn Innovation können sich Windeseile in wenigen Jahren weltweit verbreiten. Das haben wir im letzten Jahrzehnten ja gesehen, dass viele Innovationen sehr schnell eben halt auch in Asien Fuß gefasst haben. Innovationen, die vom Westen ausgingen. Mittlerweile gehen aber auch Innovationen von Asien aus, in erheblicher Zahl. In vielen Technologien sind Asiaten teilweise schon vor dem Westen, anderen natürlich nicht, das ist klar. Das ist ein Kommen und Nehmen. Aber im Wesentlichen ist es doch so, dass also Indien durchaus eine Perspektive hat, als größter Markt der Welt, also hier einen besonderen Einfluss zu haben, der einfach wegen des demografischen Gewichtes hier dazu führen kann, dass Indien, auch wenn es gerade den Pro-Kopf-Abstand verringern mag, zum stärksten und einflussreichsten Land der Welt werden wird. Wir reden gegenwärtig sehr viel vom Dritten Weltkrieg und von der Rivalität China, Russland,
USA, aber vielleicht sollten wir auch Indien im Hinterkopf behalten. Indien wird nächsten 20, 30 Jahre sicherlich noch nicht sehr einflussreich sein auf dem Planeten, aber wir werden sehen, oder das könnten zumindest sehen, dass also das indische Gewicht eben halt hier deutlich zulegen wird auf diesem Planeten. Dass Indien wirklich zu einem der einflussreichsten Staaten der Welt wird, was durchaus auch natürlich demokratisch wie auch demografisch gerechtfertigt ist. Demografisch, wie gesagt, wegen der Einwohnerzahl, und Demokratie ist es vielleicht auch gerecht, wenn eben halt bevölkerungsreiche Staaten hier wirklich Einfluss auf die Weltpolitik gewinnen können. Das soll es für heute Abend gewesen sein. Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.